ich kann unser Höhlenvergnügen nicht lassen. Herzlich willkommen zurück zu Asa und ich mache mich heute auf die Socken in Richtung der beiden Höhlen, die keine Artefakthöhlen sind, aber vielleicht Loot beinhalten, zumindest bei der einen, also bei der, wo wir zuerst hinfliegen, soll es wohl so sein, dass es da relativ viel Loot gibt. Und dann hatten wir ja noch gesehen, es gibt ja auch noch eine, die sich in der Wyvern Trench befindet. Da sind wir so ganz grandios in die Lava gefallen. Ich habe diesmal, ich habe mir diesmal den Wolf mitgepackt, mitgenommen und wollen mal sehen, ob der dann in der Lage ist, darüber zu hüpfen. Irgendwie werden es immer mehr Titanosaurier. Ich kenne jetzt, glaube ich, schon drei hier bei mir. Sehr interessant. Gut, dann fliegen wir da erstmal hin. Also roter Obelisk, total einfach zu finden. Es gibt ja nur drei Obelisken und nur einer davon ist rot. Da macht ihr euch hin auf den Weg und dann werdet ihr sehen, da unten gibt es ja ein schönes großes Wasserbecken. Und dieses Wasserbecken fließt halt in eine Richtung, ja, wie so ein kleiner Fluss, gegen so eine Felswand. Und da kann man eben reintauchen. Wie ihr vielleicht gerade im Inventar gesehen habt, ich habe mir einen Taucheranzug und so ein Atemgerät und eine Brille mitgenommen. Wobei, ich glaube, die Brille werden wir nicht brauchen. Meistens ist ja so, dass so in Unterwasserhöhlen die Sicht sehr gut ist. Auch da werde ich jetzt erstmal schon mal den Wolf mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob im Wasser irgendwas Gefährliches eventuell ist oder nicht. Die Wyvern passt jedenfalls nicht rein. Die werden wir hier schön draußen stehen lassen. Ne? Ihr seht das, hier ist das Wasserbecken. Und hier geht so ein Flusslauf lang und da am Ende kann man eben runtertauchen. Ich habe das schon gesehen. Ich bin mal so, so weit, wie es eben mein Sauerstoff zugelassen hat, habe ich mich da mal reingewagt. Du musst weg. Ja, du musst weg. Weg mit euch. Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Okay. So, ich stelle den hier auch mal ins Wasser. Sehr schön. Dann packen wir mal unseren Wolf aus. Plupp. Und dann setze ich mir mal selber Scuba auf. So, der Wolf ist jetzt natürlich nicht unbedingt das beste 1A Unterwasserhöhlentier, aber er kann ja doch auch schwimmen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob hier unten, wow, warum ist denn das so dunkel? Es war, als ich das letzte Mal hier war, war das überhaupt, aha, wollte ich gerade sagen, weil wir die Nase im Felsen haben. Ja, als ich das letzte Mal hier war, war es nämlich überhaupt nicht dunkel. Ich weiß nicht genau, wie lang die Passage ist. Man hat mir nur gesagt, nimm dir auf jeden Fall Scuba mit. Ja, wir sehen schon, das wird mit dem Wolf nix. Der hat ja jetzt schon keine Ausdauer mehr, nee. Okay. Piranha. Wo ist der hin? Da ist er hin. Ich glaube, wir müssen den einfrieren. Ich glaube, das wird nix. Der hat keine Ausdauer. Das schafft er nicht. Zack, so. Und ich habe keine Flossen dabei. Das ist natürlich auch jetzt nicht so super. Ihr seht, ich bin semi-vorbereitet. Ich wusste halt nur, man braucht ein Tauchergerät. Wow, das gab es, wie gesagt, früher hier definitiv nicht. Das ist ja wirklich cool. Boah, riesig. Okay, das hier ist schon mal alles zu. Es scheint da drüben lang zu gehen. Ja, hätten wir mal lieber Flossen mitgenommen, wären wir jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Naja, egal. Irre. Und da ist auch, ist das da Wasseroberfläche? Ja, doch, da ist Wasseroberfläche. Okay, also hier unten, na gut, da waren zwei Piranhas im Felsen, aber mehr war es bisher nicht. Ja, ich würde sagen, Scuba braucht man auf jeden Fall. Flossen und vermutlich auch die Brille braucht man nicht unbedingt. Oh, ist das schön. Komm mal, tauch mal da wieder auf. Bleibt man nicht immer nur im Wasser. Wow. Wow. Okay. Wir wollen die Sachen hier wieder anziehen. Guckt euch das an. Mega schön. Oh. Ich würde mir kurz einen Augenblick Zeit lassen, bis der Wolf wieder auspackbereit ist. Keine Ahnung, ob es hier drin irgendwelche gefährlichen Tiere gibt. Da unten ist ein Anglerfisch oder auf jeden Fall war da so ein Leuchtpunkt im Wasser. Das kann auch zu irgendwie
sowas wie Glühwürmchen gehören. Oh, ist das schön. Irre, ob man hier bauen kann? Ja, vermutlich, wa? Na, das ist doch ein blauer Lut da hinten. Sehr schön. Ich habe ja gehört, hier soll es Lut geben. So, wir können den Wolf auspacken. Zack. Denn den werden wir vermutlich brauchen. Ich habe mir auch mal so drei nur, aber immerhin Grappling Hooks gemacht. Weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch mehrere Ein- und Ausgänge. Wahnsinn, ey, ist das schön hier. Nee, nicht Pflanzen ernten. Ah, na, guck einer an. Das hat sich ja jetzt schon gelohnt. Endlich mal bessere Klamotten. Wobei, ist es besser als das, was ich habe? Heat Resistance 53 und das hier hat eine Heat Resistance von 58. Okay, es ist ein bisschen besser. Kälte 16,4, Kälte 21. Tja, also es ist nicht deutlich besser. Wobei das andere Teil, was ich als Oberteil momentan trage, ist tatsächlich Gilly, kein Wüstenzeug. Schön. Vielleicht kann man hier drin sogar fliegen. Das kann ja auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Aber riesig ist sie vor allem auch. Können wir ganz kurz schnüffeln, ob es hier irgendein Explorer-Not hingeschafft hat. Tatsache. Ah. Aha. Aber nicht vertont, wie es scheint. Das haben sie noch nicht geschafft. Ja, super nice. Okay, also das meiste scheint sich dann doch aber eher irgendwie unten abzuspielen. Und da oben sieht es aber auch so aus, ob man da. Wie komme ich denn da hin? Kann ich mich dann nur hochgrabbeln? Vielleicht komme ich irgendwie von der anderen Seite ran. Oder hier irgendwo rum. Schon cool, ne? Also ja, das ist definitiv eine neue Höhle, die es gibt. Sehr, sehr, sehr hübsch geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Da oben sind bestimmt noch mehr Loots. Ja, vielleicht muss man hier tatsächlich irgendwie einen Flieger mitnehmen. Hätten wir vielleicht die Wyvern doch mal einpacken sollen, wenn wir mit der hier drin rumfliegen können. Oder wir machen halt mit dem Grappling Hook. Aber gut, da werden wir nicht ewig weit kommen. Gucken wir, ob man von hier drüben irgendwie weiter nach oben kommt. Ansonsten gucken wir uns unten mal um. Also ich hatte halt gehört, dass es hier mehreren Loot geben soll, ja, nicht nur den einen, den wir jetzt gefunden haben. Es wäre eine Loothöhle. Und ein blauer ist für mich jetzt noch nicht so mega geil. Na, hier geht's noch ein bisschen weiter hoch, ne? Also es scheint aber wirklich überhaupt gar kein. Oder was war das gerade? Ich würde gerade sagen, gar keine Tiere zu geben, aber irgendwas ist da doch. Mal ein Haussymbol, ist auch nicht verkehrt. Ja, also wenn man schon recht früh ein Scuba-Gear hat oder so, dann ist das natürlich auch durchaus eine schöne Höhle, um hier drin zu wohnen. Also wir haben auf jeden Fall Sträucher, wir haben Holz. Ich werde mal davon ausgehen, dass man den einen oder anderen von den Kristallen vielleicht mal abbauen kann. Es gibt Steine. Okay, vielleicht kommt man hier ja doch irgendwie rum nach oben. Was geben wir dir? Hier, komm. Da oben, da leuchtet es auch so blau runter, als wenn da oben auch nochmal ein blauer Loot wäre. Aber hier geht es nicht weiter. Es gibt auf jeden Fall auch Metall. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht erstmal nach unten. Gucken uns mal unten weiter um. So, das war zu spät abgestiegen, Entschuldigung.
Lieber kleiner Wolf. Ja, super. Ein bisschen finster vielleicht für meinen Geschmack. Ich bin ja jemand, der es gerne möglichst hell hat. Aber ansonsten muss ich doch sagen, es ist doch echt richtig gut. Hier gucken wir uns erstmal auf dieser Ebene um. Hier ist ein Kristall zum Rüberlaufen. Aber von da sind wir im Prinzip gekommen, genau. Nicht schlecht. Ja, zur Not, wie gesagt, ich habe Grappling Hooks dabei. Also falls wir nicht irgendwie anders wieder hochkommen, kann ich mich auch nach oben grappeln. Okay, das ist, sieht doch nach einem... Oh! Das ist ja toll. Wow, guckt euch das an. Das ist so schön hier. Wollen wir da mal ein Foto von uns machen? So. Was ist das hier? Ein Mantis-Sattel und einen Lymantria-Sattel. Den habe ich aber schon in überragend. Ja, mega geil. Es ist mega geil. So, weiter geht's. Und bevor wir uns da durch irgend so ein Loch runterfallen lassen, versuchen wir immer erstmal auf einer Ebene alles zu erkunden. Da geht's rüber. Aber höher komme ich deswegen auch nicht, oder? Na, da vielleicht. Mal gucken. Echt cool. Ja, also zum drin wohnen würde ich sagen, auf jeden Fall. Das kann man schon mal machen. Ein ganz klitzekleines bisschen ist es langweilig, weil hier wirklich nichts drin ist. Also nicht mal auch nur eine Schnecke. Wow. Mann, das ist ja immer kurz vor Boden immer. Immer wenn ich abspringen will. Ne, von hier sind wir gekommen. Ja. Komm, wir gehen mal nach ganz unten. Sieht ja schon gar nicht mehr so gut aus, der Wolf. Boah, guckt euch das an. Wie wunderschön. Und so viel Wasser. Ja, sie hatten ja, es gab ja irgendwie vorher schon die Gerüchte, dass es irgendwie sowas wie eine Unterwasserhöhle geben wird bei Scorched Earth, weil irgendwas von Deep Sea Spawns geredet wurde. Allerdings, ja, hier spawnen ja gar keine Tiere. Also deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich das ist, was sie meinten. Und ja, Loothöhle, okay. Aber jetzt haben wir erst zwei gefunden. Na, nichtsdestotrotz. Es ist auf jeden Fall was Neues und was wirklich, wirklich Schönes. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal hinzugehen. Schade, dass der einfach immer nicht aus dem Wasser... Ah, da ist ein Fisch. Na, Wahnsinn. Fische, Fische, da ist ein Piranha. Oh, warum kann denn der nicht mal aus dem Wasser kommen? Das ist lästig. Komm, zack. Na also. Tja, Piranha. So. Das ist wirklich riesig, aber die ist auch so verschachtelt, dass es mir tatsächlich sehr schwer fällt zu sagen, wo wir schon waren und wo noch nicht. Ja, ich werde mich mal hier ein bisschen rumfummeln. Sollte ich noch irgendwo ein schönes, einen schönen Loot finden oder so, dann melde ich mich definitiv nochmal zurück. Ansonsten versuche ich hier so à la Jump and Run irgendwie wieder ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Damit wir... Von hier sind wir gekommen, ne? Ja, genau, von da sind wir gekommen. Okay. Hep. Tja, wie komme ich nach oben? Es gibt bestimmt irgendwie einen Weg nach oben zu gehen.
Okay, also ich bin ziemlich weit hoch. Das war im Prinzip der Weg, den wir hatten, gleich ganz am Anfang beim Explorer Node. Da konnte man sich dann tatsächlich hier über diese ganzen Brücken immer noch ein Stückchen weiter nach oben arbeiten. Einen blauen Loot hatte ich von unten auch gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der ist. Ich habe jetzt schon so oft im Kreis gedreht, dass ich irgendwann verliert bei dir dann doch bei die Orientierung. Aber die ist echt gigantisch. Also ich bin wirklich absolut, absolut begeistert. Ganz, ganz tolles Teil. Wie gesagt, das ein oder andere Tierchen, es muss ja gar nichts Gefährliches sein. Es kann ja sein, dass es hier eine Jaboa-Hochburg ist oder was weiß ich. Oder dass es hier ganz viele, keine Ahnung, Archäopteryxe drin gibt oder so. Ne? Also das muss ja nichts Schlimmes sein, aber irgendwas fehlt hier noch. Also es ist eine tolle Landschaft, keine Frage, aber irgendwie fehlt hier so ein bisschen Inhalt. So, jetzt ist die Frage, sind wir jetzt im Prinzip einmal überall rum gewesen? Möglich. Geht es noch höher? Es sieht eigentlich so aus, als ginge es da noch mal höher, oder es ist einfach nur das Dach. Vielleicht kommt man da ja nicht hin. Kann ja durchaus sein. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch alles an Loot. Ich sehe jetzt hier auch erstmal nichts mehr leuchten. Was ja nicht heißen muss, dass es deswegen nichts mehr gibt, aber. Ja, im Prinzip genau, das ist der Weg, da haben wir uns jetzt hochgeschlängelt. Hier ging es rum. Nee, okay. Ich denke, wir haben alles gesehen, was man hier sehen kann. Also wie gesagt, wirklich wunderschön. Cool. Müssen nur noch denen die Passage finden, die wieder dahin zurückführt, wo wir ursprünglich hergekommen sind. Oh, man kann auch über den Kristall laufen. Ja, da drüben. Das ist das, wo wir hin müssen, wo sich diese beiden Brücken berühren. Sondern nur gucken, dass wir jetzt nicht wieder abstürzen. Nee, also man kann auch ganz offensichtlich ohne Fliege überall zu Fuß hin. Das ist natürlich auch mega cool. Wir haben jetzt hier insgesamt, also ich habe drei Höhlenloots gefunden. Das muss nicht heißen, dass es nicht vielleicht doch noch irgendwie mehr gibt, aber. Also, oder beziehungsweise irgendwann spawnen die ja auch mal wieder nach. So, und das ist der Weg, von dem wir ausgekommen sind. Okay, dann würde ich tatsächlich doch den Wolf gleich mal wieder einfrieren. Hast du noch irgendwas eingesammelt? Nee, ne? Okay, ja, das ist die Ausbeute, die wir bekommen haben. Der Mantissattel ist ziemlich cool. Ansonsten ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Und wir haben das Explorer-Note vom Phasolasuchus gefunden. Irgendwie glaube ich, das vom Oasisaurus, das hatten wir schon gefunden. Ich meine, ziemlich, ziemlich am Anfang. Genau, also das fehlt uns also auch nicht mehr. So, dann war es einmal runter und dann hauptsächlich wieder nach oben, nicht wahr? Na, vielleicht setzen wir doch mal die Brille auf. Wo ist er? Da ist er. Na, das sieht doch schon doch ein bisschen besser aus. Okay. Gut, an dem Kristall vorbei. Ja, nehmt ruhig Flossen mit, dann geht es ein bisschen schneller. Kann ja auch einfach sein, dass erst nach einer gewissen Zeit irgendwelche Tiere hier drin spawnen. Bei mir waren jetzt keine. Ganz am Anfang hat man so ein paar Piranhas im Felsen stecken sehen. Oh, okay, jetzt haben wir die Höhle degeladen. Entladen. Kann natürlich sein, dass die sich jetzt hier irgendwie befreit haben und uns gleich entgegenkommen. Ich hoffe nicht. Aber ohne Scuba wird man es wahrscheinlich nicht schaffen. Super. Okay, da müssen wir hoch. Jawohl, da ist Wasser. Ah, da sind sie. Lass mich, du blödes Vieh. Ich werde dich gleich fressen, wenn das so weitergeht. Oh, Kaprone, da haben wir aber Schwein gehabt. Ah ja, es ist mal wieder Hitze-Event. Wunderschön. aber vielleicht, weil Hitze-Event ist, können wir mal nach einem.
nach, wie heißen sie, nach einem Phönix gucken. Ich weiß nämlich, wo einer war. An der Wivernschlucht war einer. Wo ist die Wivernschlucht? Da drüben ist die Wivernschlucht. Fliegen wir doch mal zur Wivernschlucht. Vielleicht ist der ja noch da. Theoretisch spawnen die ja immer wieder an den gleichen Stellen. Deswegen, also eigentlich müsste er noch da sein. Und da ist er auch. Wie ihr seht, das ist ein Phönix. Ich habe mal... Boah, der ist schwarz, ne? Und der leuchtet irgendwie so grün-gelb. Voll cool. Ich hatte mal bei mit dem Dino-Finder geguckt. Es gab 3 davon auf der Map. Also, ja, ich wollte einfach nur mal wissen, ob es überhaupt welche gibt beim Hitze-Event. Aber ja, es gab welche und es gab 3 Stück insgesamt. Wie war das hier vor der ersten Brücke und dann irgendwie unten? Vielleicht sollten wir aber auch echt mal wieder das Hitze-Event abwarten. Ah, das ist eine Blitzwivern. Was an sich jetzt nicht so ein Drama wäre. War das nicht hier irgendwo? Komm, sitzen. Blitzwivern ist ja okay. Level 10. Da haben wir auch mal sowas getötet. Wir brauchen den nicht mit Blitzen zu bekämpfen. Blitz macht nichts gegen Blitz. Na, das ist halt immer der Punkt. Deswegen ist es aber tatsächlich aber auch eigentlich am sichersten, immer nur die eigenen Vertreter der Wivernsorte zu töten. So, und da haben wir nämlich so eine Blitz-Talon gefunden. Cool. So, das war doch jetzt aber irgendwo. Irgendwo hier war das doch. Ne, wir müssen schon vorbei sein. Hä, ich hab die... Ach, da ist die Brücke. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Brücke überhaupt nicht gesehen. Wo ist die Brücke? Aber ja, da ist die Brücke. Das muss irgendwo hier. Wir waren schon ganz richtig. Das ist hier irgendwo. Dieser dumme Höhleneingang. Ich finde die nur schon wieder nicht. Das ist einfach alles... Ah, hier, an dieser Wand mit dem Loch. Genau, da ging's rein. Landen. Oder wollen wir mal gucken, ob wir da durchfliegen können? Ich glaube ja nicht. Ne. Ne, der passt hier nicht rein. Sitz, bitte. Kann man nicht unbedingt vorstellen, dass es da drin deutlich kühler ist. Ja, vielleicht müssen wir erstmal abwarten, bis das blöde Event mal wieder zu Ende ist. Okay, hier im Inneren, also das Event ist noch nicht zu Ende, aber hier im Inneren scheint es irgendwie nicht zu zählen oder was auch immer. Das wird mir hier nicht angezeigt, nur dass es nach wie vor immer noch sehr, sehr heiß ist. Na, siehst du, du kannst nämlich springen. Ja, ich weiß auch nicht, das ist so ein popliger Sprung. Also bestimmt schafft man das auch selber. Aber ich stelle mich bei sowas halt einfach grundsätzlich immer sehr, sehr dämlich an. Das ist dann immer gleich so eine Panikreaktion. Ne? Ich sehe, dass ich diesen Boot auf gar keinen Fall berühren darf und gucke und achte auf nichts anderes als auf diesen heißen Boden. Und letzten Endes erwischt es mich dann genau deswegen. So, wir können ja mal schnüffeln. Also ich weiß ja schon, dass hier... Ah, da drüben. Da drüben, da unten. Ich weiß ja schon, dass hier eins sein soll. Und da drüben ist noch eins. Das sind 2 hier? Oder war das jetzt das Gleiche? Manchmal werden die einmal so ganz merkwürdig angezeigt. Now, before you judge me on this next part, you gotta understand, it was a life or death situation. Because when I thought I saw a big whiskey jug sloshing around on 6 legs, I sort of lost what was left of my pride. And I, well, there's no good way to say this. Took a drink from it. Ew, gross! Made that jug bug jump a mile. Not that I blame it. Who'd have guessed something that big could even fly anyway? At least I knew where to find water now. Ach, wie süß. Ja, ja, diese Bob's Tall Tales, die sind schon echt, echt cool. Okay, dann gucken wir mal. Geben wir dir mal hier ein bisschen wieder was drauf. So. Geht das hier weiter runter? Da geht es definitiv... ist Wasser. Na, hoffentlich kocht das nicht, aber es würde mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wundern. Unsere Wasserflasche ist nämlich auch schon wieder ziemlich leer. Das ist bestimmt kochendes Wasser. Das ist bestimmt sehr ungesund, da rein zu geraten. Okay. Hä, kam wir von da? Sieht so aus, ob es hier schon wieder irgendwie hochginge. Können wir mal schnüffeln, ob es hier doch noch irgendwo einen Explorer-Note gibt. Ja,
Es sind tatsächlich zwei. Wollen wir mal gucken, ob wir das andere erst nochmal finden? Scheint ja irgendwie hier drüben zu sein. Da oben. Mach mal, geh mal, lauf mal. Hier irgendwo. Ah, da. Das ist jetzt Oasisaurus, oder? Ja. Okay, dann hatten wir den vorher ganz offensichtlich nicht gefunden. Aber damit haben wir sozusagen die beiden neuen Höhlen mit den beiden neuen Artefakten. beziehungsweise Explorer Notes. Ich sage immer Artefakt. Ich meine immer Explorer Notes und sage immer Artefakt. So. Wunderbar. Ja, ja, ist ja gut. Die Höhle geht aber noch weiter. Gucken wir doch erstmal hier. Nee, hier geht es nicht weiter. Das sah nur so ein bisschen so aus, als ob. Aber da hinten ging es doch noch weiter. Und? Tut mir das Wasser hier irgendwas? Ich kam von da oben, aber da war auch ein Weg. Boah, jetzt ruckelt das hier schon wieder so. Interessant, das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Muss man hier auch tauchen? Nee, kann man nicht tauchen. Faszinierend. Okay. Why not? Aber jetzt geht's auch wieder hoch. Haben wir jetzt alles gesehen? Ich weiß es nicht. Tja, vielleicht. Hier geht es auch nicht weiter. Das kommt mir eher so vor, als wäre das irgendwie ein Spot für einen Loot oder so, der nur einfach nicht da ist. War es schon schön. Nee, das haben sie wirklich gut gemacht, diese ganzen neuen Höhlen, die es hier gibt jetzt. Das ist wirklich sehr schön. Okay, ich versuche mal hier irgendwie dem Wasser wieder zurückzufolgen. Ja, aber das ist auch so laggy. Es macht jetzt eh keinen Spaß, hier zuzugucken. So, ich glaube, ich bin auf dem besten Weg raus, aber das ruckelt und zuckelt und boah, das ist, macht echt überhaupt nicht so richtig Spaß. Also es dauert auch ewig, ehe hier irgendwas ausgelöst wird. Ich drücke auf eine Taste und es passiert halt einfach nichts. Das ist natürlich kein Wunder, dass man hier seine Sprünge immer nicht schafft. Also für mich ist es gerade das reinste Daumenkino. Ganz, 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 ganz schlimm. So irgendwie so 10 Frames oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich eine Zumutung. So, wollen wir nur hoffen, dass das hier jetzt mal langsam wieder besser wird. Es ist ja auch tierisch heiß. Hatte ich nicht irgendwie einen Kryopod? Ja, ich habe den in meinem Inventar. Nee, habe ich den in deinem Inventar getan? Hä? Habe ich alles wieder in den Drachen getan? Ja, ich habe alles in den Drachen getan. Klar, wir hatten so viel Zeug dabei. So, dann packen wir dich wieder ein. Du hast schon wieder rote Bäckchen bekommen. Und fliegen schnurstracks wieder nach Hause, würde ich sagen. Ich bin mal wieder zu Hause und habe alles zurückgebracht, was wir hatten. So, ja, viel an Explorer Notes hat sich jetzt nicht mehr getan. Hier bei Bob haben wir noch ein bisschen was aufgedeckt. Ich glaube, die ersten, ich weiß nicht, also die, naja, obwohl, das scheint ja alles. Ich meine, hier gibt es, ach so, okay, das eine ist Prolog und das andere sind die Tales, gut. Ja, die Zahlen sind ein bisschen, erst kommt 10, dann 2, dann 3, hier unten ist 7, also 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, da ist 10. Prolog gibt es vielleicht 3, keine Ahnung. Wie ihr seht, haben wir da noch einiges zu entdecken, aber noch nicht ganz die Hälfte. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wunderschöne Höhlen beide, aber in beiden überhaupt gar keine Feinde. Also, ja, es sind halt keine Dungeon, ne? Keine Ahnung, ob man in den bauen kann, das kann schon sein. Zumindest in der am roten Obelisk gab es ja auch wirklich so ziemlich jede Ressource, die man sich vorstellen kann. Also da kann man auch wirklich gut leben. Man muss halt nur erstmal irgendwie dahin kommen. Bisschen laggy vor allem die in der Wyvern Trench. Aber nichtsdestotrotz
wunderschön und toll, dass sie halt nicht nur die Map an sich überarbeitet haben und ansonsten aber im Großen und Ganzen alles so gelassen haben, sondern dass da wirklich auch neue Dinge dazugekommen sind, auch wenn es jetzt nur diese beiden kleinen Höhlen erstmal waren. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Falls ihr mehr kennt, könnt ihr die mir gerne nennen. Aber im Prinzip haben wir ja auch die beiden Explorer-Notes von den beiden neuen Tieren in jeweils einer davon gefunden. Also kann sein, dass es einfach nur diese zwei gibt, ne? Aber an dieser Stelle ist dann die Folge für heute erstmal wieder zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arza. Bis dann, ciao, ciao.